Herzlich willkommen bei Shorts in Moonlight aus München, hier im Olympiapark. Zu Gast haben wir heute Emre Kocsar. Hi Emre. Servus. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass ich bei euch in München sein darf. Du warst einer derjenigen, der Publikumspreise gewonnen hat in den letzten Jahren bei Shorts in Moonlight mit deinem Film Sepi und Hias. Worum geht's denn? Mein Film ist eine typische Lausbubengeschichte, eine bayerische Lausbubengeschichte mit türkischem Flavor. Warum türkischen Flavor? Naja, es sind zwei Lausbuben. Der eine ist bayerisch, einheimischer und der andere türkischstämmige Abstammung. Zwei beste Freunde stellen allerlei Streiche an in ihrem Dorf, wo sie gemeinsam aufwachsen. Das sind FC Bayern-Fans, Schweini-Fans in erster Linie auch. Ja, das ist so eigentlich die Story, worum es geht. Es geht auch ein bisschen im Plot darum, wer das einzige, das letzte FC Bayern-Trikot sich ergattert, was im Dorfladen, im Kramerladen hängt. Und um Sünden, die sie gemeinsam begangen haben, wie sie da wieder rauskommen und ja. Wie weit spiegelt es denn deine eigene Vergangenheit vielleicht wieder? Eigentlich nur die Grundkonstellation. Also wir sind in diesem Dorf aufgewachsen, wir, ich und mein bester Freund Florian. Kennen uns seit dem Kindergarten, sind bis heute noch sehr enge Freunde. Wir haben damals wie die zwei Kinder jeden Tag miteinander verbracht, sind nach der Schule irgendwo abgehangen am Dorffeier und was weiß ich. Auch in diesem Film eben zu sehen, in diesem Feier, Kreitmeierweier. Das ist so die Grundgeschichte. Ansonsten haben wir alles erfunden, also sprich die ganzen Streiche. Wir waren ziemlich brav. Solche Streiche haben wir nicht begangen. Wir haben kein Geld aus dem Opferstock geklaut, damit wir uns ein Bayern-Trikot kaufen können. Unsere Eltern waren, also unsere Väter waren nicht 60er-Fans etc. Aber das braucht man halt, um eine gute Geschichte zu kreieren, was auch einen Konflikt hat. Und eine Dramatik, muss man halt vieles dazu erfinden. Mal in Bezug auf Shorts Moonlight, er ist 2011 dort gelaufen. Wie schon erwähnt, Publikumspreis gewonnen. Was persönlich hat dir das Festival gebracht? Eine Anerkennung ist natürlich immer ein Filmpreis, aber darum ging es mir überhaupt nicht primär, sondern dass der Film funktioniert. Und das war für mich wichtig und das habe ich auch mitgenommen, dass er auch in Hessen gut verstanden wird und auch da gut ankommt. Ich würde dich jetzt bitten, zu unterschreiben. Vielleicht hast du noch einen Leitspruch, der dir als Filmemacher immer geholfen hat, der dir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist. Wo darf ich unterschreiben? Hier. Darfst du frei auf der Karte wählen, genau. Als persönliches Statement noch für den glücklichen Gewinner dann. Ist ein Zitat, aber kein Filmzitat, sondern ein Sportzitat. Immer weiter, immer weiter. Sehr schön. Perfekt. Vom Olli Kahn. Der Olli, ja. Klar. Dann vielen Dank an Emre Kocsar. Danke. Wir waren hier in München im Olympiapark. Tschüss. Schöne Grüße an Shorts in Moonlight.